Hallo, es ist Mai, genau. Und ihr werdet das ja schon an den vorangegangenen Videos sehen. Ich bin voll im Mai-Fieber. Ja, ich habe hier wieder ein schönes Bild. Ihr seht jetzt zurzeit nur die Farben. Ist nicht ganz so weiß, es sieht aus wie ein bisschen beige. Und wir schauen uns das mal an. Ich habe absichtlich jetzt nicht das Bild gezeigt. Soll ja ein bisschen spannend bleiben. Das Bild ist von Dimensions. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. 14 Count, AIDA, der Stoff, zwei Karten. Und ihr seht jetzt hier schon, dass ich jetzt zwei Lampen aufgestellt habe, um ordentliches Licht zu bekommen. Schöne Farben, oder? Was könnte das sein? Was könnte das denn sein für ein Bild? Also ist alles dabei: hellblau, schwarz, grün, rot, gelb, türkis. Oh, ich liebe ja. Und ein Goldfaden. Ne, mehrere Goldfäden. Na, das liebe ich ja. So, hier werden wir mal die Farben hinstellen. Ja, das macht sich ganz gut, der Ständer. Das ist so ein bisschen, ja, ich würde sagen, helles Beige. Na? So mehr ins Gelb übergehend. Und wir haben. Oh! Jetzt ist mir die Nadel rausgefallen. Seht ihr? Zwei Nadeln sind dabei. Oh, ich liebe ja die Dimension Nadeln. Schönes großes Ohr und eins mit kleinem Öhr. Vielleicht das für den Goldfaden, ne? Da müssen wir mal gucken. So, ich zeige euch mal einen ganz kleinen Ausschnitt, damit ihr mal eine Vorstellung habt, wie das aussieht bei Dimensions. Ja, es ist ein bisschen grün dabei. So ist das in Farbe. Wir haben hier, ich habe hier sogar Gold Collection. Die Erklärung, wie man stickt, die Erklärung der Stiche. Couching ist diesmal mit dabei. Ach du Hermine, was denn das? Couching. Oh je, und French Knot. Oh, ja, da freue ich mich. Dann haben wir hier unsere wunderschöne Tabelle. Mit eine Spalte sind ich hole euch mal ran. Eine Spalte sind die ganzen Stiche. So, die andere Seite sind die halben Stiche und immer wie viele Fäden ich verwenden muss. Dann gibt es kombinierte Farben. Und wie viele Stränge ich davon nehmen muss. Ganz viele Beckstiche. Welche Farben ich nehmen muss. Und nochmal kombinierte Farben. Naja. So, und jetzt zeige ich euch das Bild. Tada! Das ist der Schmetterlingswald. Und es ist nicht bedruckt, denke ich mal. Es ist nicht bedruckt, nein. Also muss ich alles sticken. Auch den Wald. Im Hintergrund. Oh, sieht das nicht? Sehen die Schmetterlinge nicht? Sind die nicht ein Traum? Mein Gott.
Und der Wald im Hintergrund ist bestimmt bloß wieder ein halber Stich. Ja, ich habe diesmal alles hingelegt, damit ich nicht wieder losrennen muss. Wie viel Count hat das? Meistens steht es hier hinten drauf. Nee. 14. 14 Count AIDA. Und wir gucken mal, wo die Mitte ist. Und die Backstiche, das sage ich euch. Das ist ja der Hammer. So, hier ist die Mitte. Und die andere Mitte ist auf dem anderen Blatt, was ich euch schon gezeigt habe. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Und es ist ein volles Stickbild. Es wird alles gestickt. So, hier ist die Mitte. Die Mitte, Mitte. Also wer jetzt alle meine Anstiche im Mai sich anschaut, ich glaube, dann wisst ihr auch ganz genau, wie das gemacht wird. Ich falte. Ich gehe noch mal runter. Ich falte den Stoff in der Mitte einmal waagerecht, einmal senkrecht. Ja, hier. Das ist hier die Mitte. Hier diese Linie. Zeichne mir das wieder an. Mensch, manchmal sieht das so komisch aus. Hier. Das ist wirklich hier. Durch die anderen Falten. Ich weiß nicht, warum sie das nicht gleich so falten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich male mir das dann immer nach und nach weiter an. Ich habe keinen Bock, wirklich nicht, mir das jetzt hier alles anzuzeichnen. Nee, da sitze ich ja ewig. Der Stoff ist nicht umsäumt. Da lohnt es sich ja wirklich mal, die Nähmaschine rauszuholen. Bei den ganzen Stoffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also ich mache dieses 10 mal 10 fertig. Und dann kann ich wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Und von hier aus geht es dann los. Ach so, ich muss es ja hoch. Ach, das hätte ich ja bald. Oh. Ich muss es ja hochkant nehmen. Denn das Bild ist ja mehr länglich als breit. Oh, ich freue mich schon so. Ich freue mich schon so. Ich gucke mal, wo hier die Mitte ist. Dann kann ich euch das auch mal zeigen. Die Mitte ist in der Mitte. Habt ihr das schon gewusst, dass die Mitte in der Mitte ist? Ah, das ist natürlich. Da muss ich noch mal hier gucken. Ich wollte jetzt gerade die Mitte nehmen von dem gefalteten Blatt. So, ich gehe noch mal die Linie lang. Genau. Das ist die Mitte. Da kann man die 6 nehmen. Die 6 ist ganz oft hier vertreten. Und
Ich wollte euch ja zeigen, wo das auf dem Bild ist. Und zwar hier. Hier so ungefähr. Ist die Mitte. Also werde ich erstmal diesen wunderschönen Schmetterling sticken und dann was hier, das ist der blaue Himmel, was hier da dahinter ist. Ja, ich lege es mal hier mit hin. Dann könnt ihr immer noch schauen. Was brauchen wir dann noch? Dann brauchen wir noch den Ring, den Stickring. Habt ihr das gehört? Die Schraube ist raus. Und ich habe meinen neuen Stickrahmen bekommen, also Stickständer. Den zeige ich aber mal, wenn ich ein anderes Bild mache. Da habe ich heute keine Zeit. Ich muss es nämlich noch aufbauen. Und dann habe ich die Hände frei. Das ist der Stickrahmen, den ich gesehen habe in Hannover. Die beiden jungen Mädchen das hatten da. Das ist so ein schöner Stickrahmen. Der hält dann auch vor allem die Q-Snips. So, das ist hier wieder mein super Stickrahmen, der hier immer rausrutscht. Oh, lieber Gott im Himmel. Jetzt ist es unten wieder raus. Ich mache mal Pause, komme gleich wieder. Habe ich euch erzählt, dass ich jetzt erst letztens den Pausenknopf gefunden habe? Ach Leute. Wir nehmen natürlich auch die Nadel. Ist das die mit dem... Ah, das ist mit dem dünnen. Also ihr seht, das ist kein Hexenwerk anzufangen. Da muss man nicht viel Gemosche machen, sage ich mal. Und ich habe ja gesagt, wir fangen mit der 6 an. Und dann schauen wir einfach mal jetzt hier in unserer Tabelle nach. Sechs ist die 12.386. 12.386 und davon muss ich zwei Stränge nehmen. Yellow. Oh, wir fangen mit Gelb an. Super schön. So. Also 12.386. Hier ist es. Und in dem, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich habe ja eine tolle Sache gesehen. Wenn man hier unten die Fäden zusammenbindet. Oh, oh. Hier ist noch das. Muss ich schön vorsichtig machen. Ich zeige es euch gleich, weil hier das Goldgarn mit dran ist. So, wenn man hier unten die Fäden zusammenklebt, mit einem ganz normalen Tesafilm, dann bleiben die Fäden zusammen. Das hatte ich im anderen Video ja gezeigt. Hier unten. Und dann verknuddelt das nicht so. Aber da muss ich erstmal einen passenden Faden suchen. So, bei Dimensions sind die Fäden hier oben festgetackert. Ich nehme mir hier einen Faden raus und kann wieder zweifädig sticken. Das ist natürlich super schön. Und wenn ihr euch fragt, wann will sie denn das alles machen, dann sage ich euch, tja, die Frage habe ich mir auch schon öfters gestellt. Dann werde ich wahrscheinlich mal ein Schmetterlings-Event machen. Also, ich sage euch, ich kann noch Jahre sticken. Gut,
Die 6. Muss ich noch mal schnell gucken, wo das dann losgeht. Oh, das ist aber keine schöne Farbe. Aber das wäre ungünstig, wenn ich jetzt was anderes nehmen würde. Ich fädle wieder ein. Und beginne mit der 6. Ja, das ist wirklich schön hier. 1, 2. Genau neben der Linie. Und zwar an der obersten Linie geht's los. Ja, und wenn ihr jetzt ja um 1, 2 Kästchen, das ist ja überhaupt nicht das Problem. Und da ich ja zweifädig habe, kann ich rechts oben in den Loch hinein gehen und die Schlaufe hier durchziehen. Es ist so ein schönes Anfangen, sage ich euch. Aber ich kann euch jetzt noch mal runternehmen beim Stecken. So, muss ich ein bisschen ziehen, bis der Knoten unten ist. Und mache mein Kreuz praktisch fertig. 1 und 2. Vielleicht spanne ich das auch im Q-Snip ein, ich muss mal sehen. Aber ich habe noch eine andere Farbe da, die werde ich gleich mal dann nachher gucken. So, und dann geht's 1, 2, 3, 4 weiter. Das werde ich dann mal gucken. Dann mache ich mit euch noch eine andere Farbe. Das Licht ist übrigens schön. Das habe ich jetzt von beiden Seiten. Ich sehe das auch viel besser jetzt beim Sticken, wenn ich die beiden Lampen anhabe. Ja, praktisch rechts und links eine Lampe. Den Tipp habe ich von Ivi und Katrins Kreativwelt. 1. Ich will bloß noch nach hinten gehen, die 4 Kreuze. Und dann gucken wir mal noch nach einer anderen Farbe. Naja, ich werde bestimmt mal ein Schmetterlings-Event machen. Jeden Tag einen anderen Schmetterling. Und meine Schmetterlinge kommen in eine schwarze Tasche rein, damit ich das gleich auf den Blick sehe. Und auch weiß, das habe ich jetzt im Mai angefangen. Und dann muss ich alle Bilder nochmal nachtragen. In mein Stickbuch. Die Überschrift habe ich schon geschrieben. Der Mai-Wahnsinn. Aber dann habe ich alles fertig. Ich finde das gar nicht so schlecht. Dann habe ich wirklich alles fertig. Und dann kann ich mir die Bilder immer nehmen. So, jetzt 1 hoch. Und dann parke ich den Faden. Ich habe mir jetzt angewöhnt beim Fadenparken, dass ich das erste Beinchen sticke. Dann kann das nicht so schnell raus flutschen, sage ich mal. So, das war Nummer 1. Das schöne Gelb. Und dann habe ich nämlich daneben noch einen schwarzen Stern. Und da schauen wir mal. Ach so, ich muss ja wieder das andere nehmen. Ein schwarzer Stern ist die 18519. Dunkelgrün, zweifädig. 17, hier, na, das ist braun, ja, ist braun, vom Schmetterling. So, dann mache ich mir einen Faden ab, und wenn ich hier wirklich mal einen Faden übrig habe, wo ich sage, den muss ich jetzt hier wieder zurück
einsortieren. Dann mache ich mir hier oben ein Loch rein mit dem Locher und dann habe ich den Restzahn dann gleich dran. Denn einmal abgeschnitten, kann man den Faden nicht wieder zurück. Oder ich nehme diese Plastikgarnkarten und mache mir das alles. Aber ehrlich, ich damit fertig bin. Und es sind ja auch wieder sehr viel. Oder ich mache wieder diese kombinierten Farben, so wie Stitchy Mama. Die macht das ja mal sehr vorbildlich, ne? Vom Kanal Stitchy Mama. Aber ich schaue mal. Ich schaue mal, wie ich drauf bin. Vielleicht habe ich mal Zeit. Wenn ich mal keine Lust habe zum Sticken, dann nehme ich mir die Garnkarte vor und dann mache ich wenigstens die kombinierten Farben. Ich hatte ja schon mal so ein Dimensions angefangen, wo ich die eine Karte hatte ich nur die ganzen Kreuze, die andere Karte hatte ich die halben Kreuze und dann hier zum Beispiel diese kombinierten Farben. Na, dann nehme ich einmal Korall und einmal Orange. Und dann könnte ich die beiden nebeneinander machen. Nee, geht nicht, weil hier das doppelt ist. Dann könnte ich aber die Fäden schon mal abschneiden und die dann schon so an diese Garnkarte ranmachen, die zwei Fäden. Da kriegt man ja eine ganze Menge dann ran. So. Halber Stich, ja, dieses Grüne ist der halbe Stich. Ach, schön, Metallic Garn ist auch noch da. Ach, der Metallic Garn ist ein mit dem Metallic-Dings muss ich dieses Coaching stecken. Wie auch immer, hat jemand von euch das schon mal so gestickt? Ja, da muss ich jetzt hier anfangen. Hier habe ich zwei kleine an der Seite, die nehme ich gleich mit. Dann muss ich nicht nochmal zurück. Eins freilassen. Eins freilassen und dann kommt hier. So, die Schlaufe ist gleich verarbeitet. Und dann noch einen halben. Und dann gehe ich wieder nach vorn. Ja, ich finde es diesmal schön, dass man alles stecken muss. Ich habe ja auch ein super schönes Schmetterlingsbild, wo der Hintergrund schon drin ist. Ist auch eine feine Sache, also. Ja. Ich habe mal erlebt, dass ich habe in meinem Arbeitszimmer im damaligen Haus, habe ich was gesucht. Zeitschriften. Und wollte auf die Terrasse gehen, um mir die Zeitschriften anzuschauen. Und dann habe ich gemerkt, dass ein Schmetterling bei mir am Kleid hing. Also der muss ja drinne gewesen sein im Arbeitszimmer. Und dann habe ich, wartet mal, 1, 2, 3, 4, 5. Dann habe ich nachgeguckt, was das bedeuten könnte. Und dann war wirklich gewesen, dass in meinem Leben große Veränderungen geschehen werden, wenn der Schmetterling am Körper hängt. Oder der Schmetterling zu dir kommt und sich auf dich draufsetzt. Ja, und dann war es ja so, ne? Dass ich dann
umgezogen bin. Und das wusste ich damals noch nicht, also dass das so, dass ich das machen werde. Ist schon eigenartig, ne? Und seitdem liebe ich ja die Schmetterlinge, weil die mir ja nur Gutes gebracht haben. Und ja. Punkt, würde ich mal sagen, an dieser Stelle. Die Nadel ist super. Ich liebe die Nadeln, schon weil sie stumpf sind. Also das Anstecken ist jedes Mal für mich ein Traum. Und wenn ich dann die Bilder mal wieder vorhole, ist das immer wieder für mich ein Neuanfang, weil ich immer wieder gucken muss, wie war das, wie muss ich, was muss ich beachten? Denn jedes Bild ist anders. Auch schön, dass der Stoff so ein bisschen nicht ganz weiß ist. So, 1, 2, 3, 4 habe ich schon. Und ich habe gesagt 1, 2, 3, 4, 5. Und dann geht es nach oben. Ja, und Schmetterlinge, finde ich, sind zeitlos. Die kann man verschenken. Und die kann man. Oh, das Schwarz, das Braun ist ja viel hier. Da kann ich erstmal eine Weile weiter stecken hier. So, drei nach oben. Ja, finde ich sehr zeitlos, ne? Also Schmetterlinge hoffe ich doch, wird es immer geben. Und irgendwie, weiß nicht, ob euch das auch so geht, wenn ihr Schmetterlinge seht. Dann guckt man doch hin, eine Weile. Und das ist natürlich hier im Anstich, sieht man immer nicht viel. Aber ich nehme euch mit. Ich habe ja die gute Idee jetzt gehabt, dass ich ein Schmetterlingsevent mache. Ja, und dann werde ich die bis nächstes Jahr durchstecken, ne? Hoffe ich doch. So, hier an dem zweiten noch runter. So, und dann noch eins runter. Schräg runter. Oh ja, die Zeit ist auch schon wieder um. Geht das mal eine halbe Stunde? Ich finde das gut, eine halbe Stunde. Das kann man sich gut angucken, das ist nicht ganz so lang. So, und dann bin ich wieder unten. Genau, auf der Linie. Und dann muss ich eins freilassen. Und dann werde ich den Faden nicht rausziehen, denn ich lasse das gleich so, wie es ist. Und lasse die Nadel gleich hier mit dran. Dann muss ich nicht mehr suchen. Und wenn ich meine ganzen anderen Einfädler mal finde, dann werde ich die dann auch in die Kiste mit hineintun. Also nicht Kiste, in meine Mappe.
So, das ist meine schwarze Mappe. Da kommen ausschließlich nur die Stickbilder rein von Mai und von Schmetterling. Ja, lasst euch überraschen, ob noch was kommt. Ciao, eure Celine.